Rednerin, die jetzt die ganze Zeit vorher schon Nachrichten bekommen hat, die sie bedrohen. Und ich finde das unglaublich, dass sie den Mut haben, Maika und Jacqueline hier vor uns zu sprechen. Vielen Dank. Ich grüße Sie. Vielen Dank zunächst. Ich bin froh, dass ich hier bin, weil ich möchte auch wie viele anderen hier ein Zeichen setzen. Zeichen für unsere rechtsstaatliche, demokratische Werte. Wir sind hier für einen Grund und dieser Grund ist vor fast 75 Jahren entstanden. Das ist unser Grundgesetz. 75 Jahre ist auf Lehren von Holocaust entstanden. Deshalb müssen wir hier aufstehen für die Werte unseres Grundgesetzes. Ich bin hier gekommen, um rote Karte für die Menschen geben, die Extremisten sind, die eine Religion instrumentalisieren gegen eine andere Menschen, Andersdenkenden, die Lehren des Holocaust in diesem Land noch nicht verstanden haben. Ich bin ein Mensch, die in Afghanistan geboren ist. Ich bin eine Frau, die in Afghanistan aufgewachsen ist. Ich habe Krieg erlebt und weiß, wovon ich spreche. Ich habe die Nachteile, Diskriminierungen in meinem Leben, sowohl in Afghanistan als Frau, als auch hier in Deutschland erleben müssen. Und deshalb möchte ich, dass wir differenzierter mit diesen Problemen, die wir zurzeit haben und uns jeden Tag auseinanderbringt, die uns Angst macht, die uns spaltet, dass wir uns wirklich dieses Problem annehmen. Ich glaube daran, dass wir in der Lage sind, zueinander zu finden. Ich bin der feste Felsenüberzeugung, dass es einen Ort gibt, wo wir uns alle auf Augenhöhe begegnen. Es gibt einen Ort, wo Frieden herrscht. Es gibt einen Ort, wo jede Religion unabhängig von ihrer Hautfarbe, von ihrem Aussehen, egal wie unterschiedlich wir sehen, uns auf Augenhöhe begegnen. Und dieser Ort ist auf dem Boden unseres Grundgesetzes. Wir müssen... Dieser Ort ist unsere Sehnsucht, Träume, Wünsche. Und dieses Ort ist auf Sehnsucht von Menschen entstanden vor 75 Jahren. Und wir müssen wirklich stolz darauf sein, dass wir so ein starkes Grundgesetz haben, dass unsere Verfassung auch andere Meinungen schützt, dass wir heute die Möglichkeit haben, uns hier aufzustellen, für Frauenrechte zu stehen. Und auch sagen, ich bin im islamischen Land geboren, aber ich bin zutiefst erschüttert, wenn Menschen in Deutschland dafür aufstehen und dafür ein Kalifat ausrufen. Das ist nicht die Werte, die Menschen, die an unserem Grundgesetz glauben, also verteidigen möchten, das sind nicht unsere Werte. Kalifat gehört nicht zu Deutschland. Ich sage das, weil ich jeden Tag das Leid der Frauen, die in Afghanistan jeden Tag für ihre Freiheit kämpfen, spüre. Und ich weiß, wie es ist, wenn man zwangsverschleiert in die Öffentlichkeit gehen muss. Das ist das Leid der vielen Frauen, die von Extremisten gezwungen werden und vorgeschrieben bekommen, sich so zu kleiden nach deren Wünsche. Und dass diese Menschen, die unsere Werte, das im Grundgesetz steht, dass auch die Religionsfreiheit schützt, möchte ich heute rote Karte zeigen.
Aber ich möchte das auch darauf hinweisen, dass diese Menschen stellen eine Gefahr dafür dar. Ich bin nicht Politikerin und ich kann das auch nicht zuordnen, aber von der Politik möchte ich, dass sie Rahmenbedingungen schaffen, damit junge Leute sich nicht von diesen Extremisten instrumentalisieren und uns gefährden, uns Menschen, die Freiheit lieben. Die für das Grundgesetz stehen, aufstehen und ihr Leben geben. Sie wissen nicht, was für ein Glück das ist, wenn man hier in diesem Land ein Grundgesetz hat. Seit Jahren möchte ich Menschen für unser Grundgesetz inspirieren, begeistern und vergegenwärtigen, dass man so etwas, so was Wertvolles hat. Und das ist nicht selbstverständlich. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und vor allem, seitdem Rechtsextremismus gibt. Und dieser Rechtsextremismus ist eine Gefahr für uns, für jeden von uns, besonders Frauen. Wir sehen schon diese rechtsextremistische Ideologie, die überall langsam schleichend kommt. Nicht nur in Afghanistan und im Iran, wo Frauen wegen ihrer Verkleidung, wegen ihrer Kleidung Wahl ins Gefängnis gesteckt werden, getötet werden. Möchten wir das? Nein! Wir muslimische, moderne Frauen möchten kein Kalifat. Ich möchte nicht, dass meine Tochter vorgeschrieben wird, wie sie sich zu kleiden hat. Ich bin froh und glücklich, dass ich dieses Grundgesetz verteidigen darf. Und deshalb möchte ich Sie noch einmal da bitten, aufmerksam machen, ermutigen, inspirieren, für unser Grundgesetz aufzustehen. Und es darf nicht wieder, wenn wir uns zueinander nähern, Leute uns für ihre Zwecke instrumentalisieren, nicht von rechts, nicht von links und schon gar nicht von Menschen, die Kalifat hier einführen möchten. Wir dürfen uns nicht von niemandem instrumentalisieren, sondern wir müssen aufstehen für unsere Werte. Und das steht im Grundgesetz, 20 Artikel, einmal lesen, verstehen und leben. Und ich möchte auch, dass man solche Veranstaltungen nicht gegen Muslimen, die ihr Freiheit, also die Freiheit lieben und hier friedlich einen Beitrag leisten oder auch überhaupt leben hier und ihre Religion frei ausleben, dass man diese Veranstaltungen, solche Veranstaltungen gegen sie instrumentalisiert, sondern versucht heute Brücke zu schaffen zwischen den Menschen, aufwachen, aufschütteln und sagen Ja zu unseren demokratischen Werte. Vielen Dank. Vielen Dank, Jacqueline. Und ihr habt schon gemerkt, sie hat immer das Grundgesetz genannt. Das liegt daran, dass sie auch Strafrechtsanwältin ist. Sie ist hier aus Afghanistan zusammen mit ihrer Mutter, die auch hier ist, geflüchtet und ist hier Anwältin geworden für Strafrecht. Vielen Dank, Jacqueline.